Herzlich willkommen, liebe Leute. Thema des Tages ist einmal mehr Alpha E, das in der letzten Zeit verstärkt durch die Medienlandschaft geistert. Auf die Schwachstellen dieses Projekts habe ich bereits in meinem ersten Alpha-Film am 27. September 2015 hingewiesen. Und meine Kritikpunkte wurden im Laufe der letzten 6,5 Jahre wiederholt bestätigt. Einzig die beteiligten Bürgerinitiativen, der Projektbeirat und diverse Politiker haben nach wie vor nicht realisiert, welch unausgegorene Empfehlung am 5. November 2015 im Finale des Dialogforums Schiene Nord abgegeben wurde. Ich zeige euch heute im Wesentlichen Ausschnitte aus uralten Videos, die zeigen, dass die Alpha-Freunde von Anfang an auf einem Irrweg waren und sich als Faktenleugner präsentierten. Im Dialogforum wurden schwerwiegende Argumente gegen das Alpha vorgebracht, die schon damals als K.O.-Schläge bezeichnet werden mussten, sodass der Spruch »Hinterher sei man immer schlauer« hier sicher nicht als Entschuldigung dienen kann. Eingangs möchte ich noch ein paar persönliche Worte zum Dialogforum im Allgemeinen sowie Alpha E im Besonderen loswerden. Zunächst wollte ich mich gar nicht eingehender mit jener Veranstaltung befassen, weil ich in meiner Naivität glaubte, dass schon irgendein brauchbares Ergebnis dabei rauskommen würde. Dem anfangs auch als Lühmann-Variante bezeichneten Alpha maß ich keine Bedeutung zu. Unter anderem behaupteten die Verfasser im ersten Entwurf, der Güterverkehr von Bremen gen Osten laufe über Hamburg und Uelzen, sodass ein Ausbau der Amerika-Linie die Strecken Bremen-Hamburg und Hamburg-Uelzen entlasten könne. In einer überarbeiteten Fassung wurde das korrigiert. Dennoch stellte die Alpha-Lösung für mich keine ernstzunehmende Idee dar, sodass sie in meinem am 14. Juli 2015 veröffentlichten Film zur Y-Trasse und ihren Alternativen unerwähnt blieb. Ich wurde zu meinem Entsetzen eines Besseren belehrt und am 27. September 2015 ging mein Premierenvideo zum Thema Alpha auf Sendung. Fazit. Das Alpha ist in Wirklichkeit ein Omega. Das Letzte. Das Ende. Der Exitus eines einigermaßen geordneten Eisenbahnverkehrs. Deshalb meine Warnung an die klugen Köpfe des Dialogforums. Das geht ganz gewaltig schief. Ihr steht unmittelbar vor einer historischen Fehlentscheidung. Das Festklammern am Alpha, das ist kein Bekenntnis zur Schiene, sondern eine verkehrspolitische Geisterfahrt. Der Super-GAU für die Eisenbahn in Norddeutschland. Tja, eine uralte Erkenntnis, was man dem Film ja auch deutlich ansieht. Das nächste Video gab es am 5. November, nachdem sich die Forumsteilnehmer tatsächlich pro Alpha E ausgesprochen hatten, was mich schockierte, nachdem Gutachter Stephanos Kotsagiorgis am 9. Oktober alle fünf zur Diskussion stehenden Alpha-Varianten verkehrlich, betrieblich und wirtschaftlich zerlegt hatte. Auch Hans-Christian Friedrichs vom Verkehrsclub Deutschland wies in einem Vortrag unmittelbar vor Unterzeichnung des Abschlussdokuments unmissverständlich auf die Schwächen dieser Variante hin. Das davon unbeeinflusste und daher erschütternde Ergebnis des Dialogforums fasste ich wie folgt zusammen. Und jetzt gut zuhören, denn die ganze Diskussion erübrigt sich eigentlich bei Betrachtung der Zeitscheibe von 6 bis 9 Uhr. Da auch mit Alpha E weiterhin Überlastungen auf den Abschnitten Nienburg-Wunsdorf und Uelzen-Celle auftreten, sodass hier keine Verbesserungen im Regionalverkehr möglich sind. Zumindest nicht dann, wenn man sie benötigt, also im Berufsverkehr. Nachts um 2 brauche ich keinen Halbstundentakt. Auf Nachfrage erläuterte Herr Kotsagiorgis im Anschluss an seine Präsentation, dass diese Engpässe auch nicht durch weitere Blockverdichtungen aufgelöst werden können. Entsprechend betonte Frank Limprecht als Vertreter der Deutschen Bahn, dass angesichts der Vollaus- und Überlastungen kein Anlass zur Euphorie ob einer sich abzeichnenden Lösung bestehe. Ministerialrat Jürgen Papajewski vom Bundesverkehrsministerium sah sich daraufhin sogar genötigt, dem Alpha die Zukunftsträchtigkeit abzusprechen. Alles zu sehen und zu hören auf dem YouTube-Kanal des Dialogforums. Die Freunde des Alphas haben all das entweder überhört oder ignoriert oder verschweigen es bewusst.
denn im Abschlussdokument steht lediglich geschrieben, dass Alpha garantiere eine ausreichende Kapazität für die prognostizierte durchschnittliche Belastung 2030. Das Pippi-Langstrumpf-Prinzip halt. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Was wirklich vom Alpha zu halten ist, entnimmt der objektive Beobachter der letzten Seite des Gutachtens. Hier nämlich bilanziert BVU: Das Alpha ist unbefriedigend für den Nord-Süd-Verkehr. Das Alpha erzielt kaum kapazitive Effekte. Das Alpha bringt keine Vorteile für den Personenverkehr. Das Alpha beseitigt keine Überlastungen in der Frühhauptverkehrszeit. Das Alpha kommt nur bei realisiertem Ausbau Uelzen, Stendal, Magdeburg-Halle auf ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von über 1. Die Alpha-kritischen Forumsteilnehmer, etwa Hamburg, der Verkehrsclub Deutschland, ProBahn und einige Bürgerinitiativen, legten ein Minderheitenvotum vor, demzufolge das Alpha als Interimslösung akzeptabel, die Sicherstellung der künftig erforderlichen Kapazitäten jedoch nur mit einer Neubaustrecke möglich sei. Das Abschlussdokument des Dialogforums ignoriert dieses Minderheitenvotum, auch wenn es sich mit den darin vertretenen Positionen intensiv auseinandergesetzt haben will. Die Empfehlung hat somit eher den Charakter eines kompromisslosen Diktats als eines gemeinschaftlich herbeigeführten Konsens und zeugt von Ignoranz, Inkompetenz und Selbstherrlichkeit. Am Ende des Dialogforums Schiene Nord wird es Zeit für eine Bilanz. Rund 100 Menschen haben 8-mal zusammengesessen und herausgekommen ist ein eisenbahnbetrieblich, ökonomisch und ökologisch verheerendes Ergebnis, das die bereits heute unbefriedigende Situation des Schienenverkehrs im Dreieck Hamburg-Bremen-Hannover auf Jahrzehnte hinaus zementiert. Freuen dürfen sich hierüber neben den beteiligten Bürgerinitiativen insbesondere Autohändler, LKW-Lobbyisten und Fernbusbetreiber, denn die Eisenbahn in Norddeutschland kann nach dieser fragwürdig besetzten und von wenig Sachverstand geprägten Veranstaltung nicht mehr als ernstzunehmender Verkehrsträger betrachtet werden. Danach beschäftigte ich mich wenig mit dieser Thematik und brachte erst am 31. Dezember 2017 einen weiteren Beitrag, den Faktencheck Alpha E. Zur Sprache kam unter anderem die bis heute unausrottbare und gebetsmühlenartig wiederholte Legende, dass nach Eröffnung einer Neubaustrecke die Fernverkehrsanbindung von Lüneburg, Uelzen und Celle gestrichen werde. Ein Argument der Neubaugegner im Dialogforum war, dass bei Errichtung der Y-Trasse oder vergleichbarer Varianten der Fernverkehr von der Bestandsstrecke verschwinde und sich die Anbindung von Celle, Uelzen und Lüneburg verschlechtere. Schauen wir uns das Fernverkehrsbetriebsprogramm zwischen Hannover und Hamburg auf einem Zeitwegdiagramm an. Aktuell sind hier 4 Linien unterwegs. Jeweils zweistündlich die ICE-Linien 20 und 22 aus der Schweiz bzw. von Stuttgart nach Hamburg, die sich zum Stundentakt überlagern. Stündlich die ICE-Linie 25 von München nach Hamburg. Und zweistündlich, mit eingeschobenen Verdichterleistungen, die IC-Linie 26 von Karlsruhe nach Stralsund. Von diesen Linien hält, mit Ausnahme einiger ICE in Tagesrandlage, lediglich die 26 in Celle, Uelzen und Lüneburg. Fakt ist also, dass etwa 2/3 der Fernverkehrszüge in den genannten Städten durchfahren und sowohl gegenwärtig als auch zukünftig überhaupt keinen Verkehrswert für diese entfalten. Im Gegenteil, weil Nah- und Fernverkehr zwar grundsätzlich gleichwertig sind, letzterer aufgrund der höheren Reisegeschwindigkeit jedoch dispositiven Vorrang genießt, wird der Regionalexpress auch künftig an der Seite stehen, wenn der ICE von hinten schiebt. Zu jenem Zeitpunkt hätte ich noch gut mit einem viergleisigen Ausbau der Bestandsstrecke leben können, wenngleich mir die Nachteile einer solchen Lösung durchaus bewusst waren. Der Güterverkehr kommt nirgendwo mit dem Fernverkehr in Berührung und der Nahverkehr kann sich aussuchen, welches Gleis er nutzt, sofern für ausreichend Bahnsteigkanten gesorgt wird. Fakt ist jedoch, dass sich trotz der hierdurch möglichen flexiblen Betriebsführung mindestens 2 Nachteile gegenüber den Neubauprojekten ergeben. Zum einen wird der im Vergleich zur Luftlinie, der Autobahn 7 und der Heidebahn deutliche Umweg mitsamt Zeitverlust und erhöhtem Energieverbrauch auf ewig zementiert. Zum anderen konzentriert sich der gesamte Verkehr auf eine einzige Strecke, die trotz ihrer Viergleisigkeit komplett gesperrt sein wird, wenn Kinder am Bahndamm spielen oder ein herrenloses Gepäckstück auf einem Bahnsteig steht oder ein Stellwerk ausfällt oder die Böschung brennt
oder jemand seinen Suizid ankündigt, BZW ihn begeht. Am Ende des Faktencheck-Films stellte ich meinen Zuschauern eine Frage, die mir bis heute niemand beantworten konnte. Im Vorfeld des Dialogforums präsentierte die Deutsche Bahn die Ergebnisse einer Untersuchung von 7 Aus- und Neubauvarianten. Neben zu erwartenden Kosten und möglichen Fahrzeitgewinnen wurden auch die durch Schallemissionen betroffenen Wohneinheiten berücksichtigt. Beim klassischen Y waren das rund 2000, bei der Neubaustrecke aus Hausen-Suderburg 5000, beim Güter Y sogar 25.000 Wohneinheiten. Beim Ausbaubestand, der dem optimierten Alpha E zumindest im Ostteil des Untersuchungsraums stark ähnelt, ist von 55.000 Wohneinheiten die Rede. Und daher frage ich Sie, wieso empfiehlt ein Dialogforum, für das der Gesundheitsschutz über allem steht, den Großteil des Verkehrs ausgerechnet dort abzuwickeln, wo die mit Abstand meisten Menschen betroffen sind? Am 28. März 2019 wurde es Zeit für ein Update, wenngleich sich nicht wirklich viel getan hatte. Unter anderem kommentierte ich eine Aussage des Winsener Bürgermeisters André Wiese und deutete an, dass der Drops in Sachen Neubaustrecke durchaus noch nicht gelutscht sei. Im März kamen Vertreter des Metronomen sowie der Kommunen Seevetal, Stelle, Winsen und Badowig zusammen, um die Umsetzung der geforderten Maßnahmen zu diskutieren. Anwesend waren unter anderem die Bürgermeister von Winsen und Stelle, André Wiese und Robert Isernhagen. Beide hatten 2015 am Dialogforum teilgenommen und sich mit ihren Unterschriften pro Alpha E ausgesprochen, also für die Beibehaltung des infrastrukturellen Status quo in ihren Gemeinden. Herr Wiese wird zitiert: Badowig, Seevetal, Stelle und Winsen sind allesamt wachsende Orte. Deshalb muss auch das Wachstum auf der Schiene mithalten und gut geplant werden. Nun seien die Eisenbahner in der Pflicht. Paradoxerweise die so ziemlich einzige Berufsgruppe, die im Dialogforum nicht gehört bzw. deren Meinung ignoriert wurde. Dreh- und Angelpunkt eines pünktlichen SPNV sei laut Wiese eine zukunftsfeste Infrastruktur. Aktuelle Verspätungen seien auf mangelnde Kapazitäten auf den Schienen zurückzuführen. Bedeutungsschwangere Ausführungen. Da mag man kaum glauben, dass der Herr Bürgermeister das Abschlussdokument des Dialogforums unterzeichnet hat. Tja, so viel zu den jüngsten Ereignissen rund um Alpha E. Ein bisschen Theaterdonner, interessante Zugzahlprognosen und Gleisplanskizzen, etwas Dampfplauderei, jedoch keine wirklich spektakulären Vorkommnisse oder gar entscheidende Wendungen. Nichtsdestotrotz würde es mich nicht wundern, wenn hier doch noch das eine oder andere Bömpchen hochginge. Die Viergleisigkeit oder gar eine Neubaustrecke entlang der A7 sind noch längst nicht tot. Schon wenige Tage später präsentierte die Deutsche Bahn eine Fahrwegkapazitätsbetrachtung der optimierten Dreigleisigkeit, die sämtliche Unkenrufe der Alpha-Kritiker bestätigte. Etwa zur selben Zeit gab der Landkreis Harburg eine Pressemitteilung heraus, die Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit der Verfasser aufkommen lässt. Dies veranlasste mich zur Veröffentlichung eines weiteren Videos am 13. April 2019. In ihrer eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchung bewertet die DB die Auskömmlichkeit einer Dreigleisigkeit im Zeitraum bis 2030. Das Fazit fällt deutlich aus. Die Ergebnisse zeigen, dass die optimierte Dreigleisigkeit kapazitiv keine zielführende Lösung darstellt. Mit dem Planungsziel einer optimalen Betriebsführung sind zwischen Stelle und Lüneburg bei Zugrundelegung des, ich betone, aktuellen Personenverkehrsbetriebsprogramms täglich 197 Reise- und 284 Güterzüge fahrbar. Gemäß BVWP sollen jedoch 376 Güterzüge verkehren. Für 92 ist also gar kein Platz. Auch zwischen Lüneburg und Uelzen besteht trotz geringerer Reisezugzahlen ein Defizit von 52 Güterzugtrassen. Die vom Land Niedersachsen im DSN-Abschlussdokument und gemäß Deutschlandtakt geforderten Ausweitungen im Nah- und Fernverkehr sind hier noch gar nicht berücksichtigt und angesichts dieser Zahlen auch nicht zu realisieren. All das entspricht ziemlich genau den Aussagen des BVU-Gutachtens vom Oktober 2015 und findet sich auch im von den Alpha-Befürwortern totgeschwiegenen Minderheitenvotum wieder. Man könnte also sagen, dass endlich der Zeitpunkt gekommen ist, dem Alpha-Spuk ein Ende zu bereiten.
Dass dies nicht so kommen muss, beweist eine verwunderliche Pressemitteilung des Landkreises Harburg vom 11. April 2019 mit dem Titel »Mit drei Gleisen auf der richtigen Spur«. Von Einsicht oder einem Umdenken ist da nichts zu spüren. Landrat Rainer Rempe wird zitiert: »Die Bürgermeister und ich stehen nach wie vor zum Lösungsvorschlag eines optimierten Alpha E. Wir gehen davon aus, dass die Berechnungen, die damals von den Gutachtern des Bundes vorgebracht wurden, seriös und valide sind.« Letzteres dürfte zutreffen, denn die Berechnungen von damals, also von 2015, bestätigen ja die Untauglichkeit des Alpha. Rempe und Co. wollten es bloß nicht hören oder nicht wahrhaben. Und daran hat sich offenbar bis heute nichts geändert. Unter anderem in diesem Film brachte ich meine Lieblingszitate aus der gesamten Alpha-Diskussion. Treffende Worte des pensionierten Eisenbahninfrastrukturplaners Dr. Rudolf Breimeyer und eine peinliche Selbstbeweihräucherung des Herrn Christian Böker von der Aktionsgemeinschaft gegen Trassenneubau. Die Einschätzung des Dialogforums kann nicht als Grundlage einer Entscheidung über die zukünftige Gestaltung des Eisenbahnnetzes dienen. Derartige, mit Maß und Zahl belegbare Größen wie die Leistungsfähigkeit einer Eisenbahnstrecke und damit eines technisch-physikalischen Prozesses lassen sich nicht einem demokratischen Abstimmungsverfahren unterwerfen. Wie peinlich ist es, dass nach 30 vergeblichen Jahren Y-Trassenverfahren eine ganz einfache, schnelle und vollumfängliche Lösung herauskommt. Eingebracht und nachgewiesen von Land- und Forstwirten, Hausfrauen, Ärzten, Rechtsanwälten, Handwerkern, Architekten, Soldaten, Pensionären, Groß- und Einzelhändlern, Lehrern, Verwaltungsangestellten und Beamten und, um der Wahrheit die Ehre zu geben, einigen Bahnern im Ruhestand. Anfang 2020 veröffentlichte der Projektbeirat ein beim renommierten Beraterbüro Viereck Rössler in Auftrag gegebenes Gutachten, das die Tauglichkeit des Alpha beweisen sollte und das ich am 17. Februar 2020 kommentierte. Alpha E würde funktionieren, jubelten die Auftraggeber und verschwiegen oder übersahen die in der Studie genannten Voraussetzungen. In der Variante Lüneburg-Uelzen zweigleisig müssen gemäß angenommenem Betriebsprogramm 14 Zugfahrten pro Stunde und Gleis abgewickelt werden. Das dürfte sogar klappen, wenn es gelingt, 50 Jahre lang Tür- und Weichenstörungen, Lokschäden, Stellwerksausfälle, Instandhaltungsarbeiten, Kinder am Gleis und Böen ab Windstärke 7 zu vermeiden. Die Erfahrung lehrt, dass sowas höchstens 30 Minuten lang funktioniert. Ferner müssen alle Güterzüge zwischen Stelle und Zelle 120 km/h laufen. Diejenigen mit geringerer Höchstgeschwindigkeit sind über Rothenburg oder Wittenberge zu leiten. Ebenso müsse das Durchschnittstempo der Regionalexpresse von heute 76 auf 107 km/h gesteigert werden, was nur mit spurtstarken Triebzügen und maximal 24 Sekunden Haltezeit möglich ist. Das besagte Viereck-Rössler-Gutachten landete weder bei den Alpha-Kritikern noch bei der Deutschen Bahn auf fruchtbarem Boden, was ich in einem weiteren Film am 5. Oktober 2021 thematisierte. Dr. Martin Viereck wurde darauf aufmerksam und stellte sich dankenswerterweise einer Diskussion in der Community dieses Kanals. Im selben Video äußerte ich abschließend einen Wunsch. Hätte ich einen Wunsch frei, würde ich eine viergleisige NBS entlang der A7 wählen. Zwei Gleise für den Fernverkehr, zwei bis leerte durchgezogene Gleise für den Güterverkehr, zusätzlich die Einrichtung einer schnellen RE-Linie zur Anbindung von Bispingen, Soltau und Walsrode. Aber selbst mir ist klar, dass das doch sehr utopisch ist. Die Viergleisigkeit dürfte tatsächlich abwegig sein. Die Einrichtung einer Regionalexpresslinie nach Vorbild der Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt hingegen sollten das Land Niedersachsen sowie die berührten Städte und Gemeinden als Riesenchance anstatt Belastung für die Region betrachten. Wobei es egal ist, ob die Neubautrasse durch und durch entlang der Autobahn 7 verläuft oder südlich von Soltau der Bundesstraße 3 in Richtung Celle folgt. Der Untertitel jenes Films aus dem Oktober 2021, »Der endlose Ritt eines toten Pferdes«,
gibt das ganze Alpha-Dilemma nur unzureichend wieder. Denn dieses Projekt ist ja, um das Bild ein wenig auszuschmücken, kein oller Ackergaul, der leblos auf einer staubigen Straße liegt und dennoch mit Peitschenhieben traktiert wird. Wäre Alpha E tatsächlich ein Pferd, so wäre es bereits als Totgeburt zur Welt gekommen. Ich denke, meine Filme dokumentieren recht gut, dass die Empfehlung, oder besser das kompromisslose Diktat des Dialogforums, niemals hätte ausgesprochen bzw. für die weitere Planung berücksichtigt werden dürfen. Kein Teilnehmer, der das Abschlussdokument unterzeichnet hat, kann behaupten, das hätte man ja alles nicht wissen können. Doch, das musste man sogar wissen, auch ohne Abonnent von Gustav Richard zu sein. Als sich die Dialogforisti am Nachmittag des 5. November 2015 für ihre Großtaten feierten, war der Hotte Max Alpha E längst für alle Welt erkennbar tot aus der Mutterleib gepurzelt. Dennoch gibt es im Frühjahr 2022 noch immer Akteure, die unverändert auf das Alpha schwören. Beispielsweise behauptet die Bürgerinitiative Unsinn allen Ernstes, Alpha E sei eine sehr gute, fachlich fundierte, ausgewogene und zukunftsfähige Lösung, welche den Bedürfnissen für mehr Bahnverkehr und den Interessen der Region gerecht werde. Ziemlich gewagt. Begriffe wie Alpha E, fachlich fundiert, zukunftsfähig und mehr Bahnverkehr in einem Satz unterzubringen, ohne eine Negation einzubauen. Selbst Politgrößen wie Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann, sein Landesvater Stefan Weil oder der aus Munster stammende SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil geben sich nach wie vor bar jeder Vernunft als glühende Alpha-Anhänger. Nun denn, auch ohne mein Zutun ist die Sache in Bewegung. Die Hinweise auf eine Neubaustrecke als beste Lösung verdichten sich. Und ich habe meinen Spaß dabei, den einen oder anderen Nadelstich bei den Alpha-Verfechtern zu setzen. Persönlich sehe ich die ganze Geschichte entspannter denn je, weil ich weiß, dass ich in diesem Arbeitsleben ohnehin nicht mehr in den Genuss einer leistungsfähigen Eisenbahninfrastruktur in Nordost-Niedersachsen kommen werde. Ich bleibe aber natürlich dran und halte euch auf dem Laufenden. Bis bald!